Liebe Freundinnen und Freunde, erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Empfang hier auf unserer Wahlfeier. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, dass wir uns das nicht ganz so spannend vorgestellt haben, wie sich das jetzt abzeichnet. Aber wir sind natürlich zuversichtlich und gehen fest davon aus, dass wir dem Niedersächsischen Landtag angehören werden und dass wir dann kraftvoll liberale Politik in Hannover weiter betreiben werden. Aber wir müssen jetzt auch klar deutlich sagen, die SPD ist Wahlsiegerin. Und selbstverständlich gratulieren wir der SPD zu diesem Wahlsieg und werden sehen, wie und mit wem und wie sich das dann jetzt am Ende wirklich darstellt, eine Regierung bildet. Und das bleibt dem Abend und dem weiteren Verlauf vorbehalten. Ich denke, da müssen wir jetzt noch ein bisschen einfach abwarten und schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich möchte aber diese Gelegenheit hier schon einmal nutzen und mich bedanken bei den vielen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, bei denen, die kandidiert haben und ja nicht nur für die Freien Demokraten ihren Kopf hingehalten haben, sondern auch für diese Demokratie. Und ich denke, das Ergebnis zeigt auch, dass es wichtig ist und richtig ist, als freiheitliche demokratische Partei Farbe zu bekennen und sich einzubringen und stark zu machen, den freiheitlichen Gedanken. Ich bedanke mich bei allen, die uns unterstützt haben in diesem Wahlkampf. Denn dieser Wahlkampf war ja im Prinzip die ganze Zeit schon sehr stark überlagert durch die bundespolitischen Themen, durch die großen Krisen. Und natürlich wird von uns auch erwartet, dass wir hier Antworten finden. Und das prägt diesen Wahlkampf, prägt die Situation. Und denke aber, dass wir da uns behauptet haben, durchaus in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Lage, die ja nicht in Berlin irgendwie vorbereitet werden konnte. Es war nicht klar, dass es eine Krise geben wird. Es war nicht klar, dass es einen Krieg geben wird. Und insofern ist, glaube ich, auch klar, dass der Auftrag ist, weiter für uns als Liberale unsere Antworten deutlich zu machen und immer weiter zu versuchen, die deutlich herauszuarbeiten, wie die entsprechenden Antworten auf diese Krise und auf die Herausforderungen der Zeit sind. Das ist der Auftrag, der jetzt auch sicherlich vor uns steht. Bedanken möchte ich mich bei den Kandidatinnen und Kandidaten, habe ich gesagt, aber auch bei allen, die uns ganz tatkräftig unterstützt haben, die eben an den Ständen gestanden haben, die Straßenwahlkampf mitgemacht haben, die das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern gesucht haben, und möchte das insbesondere, liebe Nadine, stellvertretend bei dir mich bedanken, bei den jungen Liberalen insgesamt natürlich für euer großartiges Engagement auch einmal mehr in diesem Landtagswahlkampf. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei denen, die das Ganze möglich gemacht haben. Jürgen, wo bist du? Jürgen Stint, unser Landesgeschäftsführer, stellvertretend sozusagen für das Team in der Landesgeschäftsstelle. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das alles nur möglich gemacht haben, diesen wirklich fordernden Wahlkampf zu gestalten. Ich möchte mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, auch den Mitarbeitern in der Landtagsfraktion, die das auch großartig in ihrem Rahmen der Möglichkeiten und dem ihnen möglichen Rahmen unterstützt haben. Ohne die wäre das alles als Freie Demokraten nicht möglich gewesen. Ja, und jetzt bleibt es, heißt es, Nerven behalten. Das können wir als Liberale. Also wer, wenn nicht wir? Ne? Wir sind mit starken Nerven ausgestattet und abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Ich bin aber persönlich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich dieses großartige Engagement, was wir in den letzten Tagen und Wochen in dieser Partei erlebt haben, übrigens einmal mehr ein Wahlkampf der gesamten Partei. Ja, das haben wir gesehen an der großartigen Unterstützung, die uns aus ganz Deutschland zuteil wurde, dass wir dann eben auch das Ergebnis sehen werden, dass wir als Freie Demokraten dem Niedersächsischen Landtag angehören werden und aus diesem Landtag heraus eine kraftvolle liberale Politik machen. In diesem Sinne erst einmal herzlichen Dank und noch einen schönen Abend hier, einen spannenden Abend. Er wird lang werden. Vielen Dank.